In the beginning, God created the heaven and the earth. And the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters, and God said, Let there be light, and there was light. And God saw the light, that it was good. And God divided the light from the darkness, and God called the light day, and the darkness he called night. And the evening and the morning were the first day. April 1954. Ich bin 20 und ausgerüstet mit allen Tugenden der Autoritätshörigkeit. Mit unkritischer Neugier, unbedingtem Respekt, wacher Demut, natürlichem Gottvertrauen. Ich weiß nicht, was ich will, aber ich weiß meinen Platz hier. Ich bin bei Brecht und Helene Weigel. Mehr kann ich nicht wollen. "42 80 42" war seine Telefonnummer gewesen. Ab 4 Uhr nachmittags, das wusste jeder, der mit ihm zu tun hatte, konnte man ihn zu Hause anrufen, wenn eine Frage wichtig war. Seit der Nacht vom 14. zum 15. August 1956 nicht mehr. Als wenig später in Ungarn mit einem Schlag der Sozialismus in Frage gestellt war, sind seine Schüler in Zorn gewesen, weil er sich allen Fragen entzogen hatte. Zumal er ihnen in den Träumen permanent versichert hat, er sei gar nicht tot. Rückblickend hast du später oft gedacht, er hatte ja nicht einmal die Beatles gekannt, nicht mal den ersten Sputnik und noch keinen Fernsehapparat in der Wohnung. Er hatte ein sehr modernes Schreibgerät benutzt, eine Erfindung aus Amerika, den Kugelschreiber. Sein persönliches Signet, das kurze B, mit rotem Kugelschreiber beginnt nun zu zerfallen. Nach so vielen Jahren. Als ich Anfang April 1954 im Theater am Schiffbauer Damm eintreffe, als Neuankömmling, sehe ich im Foyer ausgehängt Kaspar Neas originale Entwürfe zur Dreigroschenoper von 1928. Da finde ich bestätigt, dass ich tatsächlich dahin gekommen bin, wohin ich kommen wollte. An die Quelle einer Jahrhundertlegende. 44 Jahre später stehst du noch einmal vor diesen Bildern. Exponate in einer Ausstellung zum Jahr seines 100. Geburtstags, 1998. Die Legende Dreigroschenoper ist jetzt 70 Jahre alt. Die Ausstellung hat den Titel Und mein Werk ist der Abgesang des Jahrtausends. Am 12. Mai 1954. Ich bin 4 Wochen hier. Ich habe für Helene Weigel einen Geburtstagsgruß gemalt, mit Feder, Gouache, Deckweiß auf Engrais-Papier. Als sie mich mittags im Bürovorzimmer antrifft, geht sie auf mich zu, nimmt mich energisch beim Kopf und drückt die großen Lippen direkt auf meinen Mund. Ein Kuss, den ich im Leben nicht vergessen werde. Warten auf Godot von Beckett. Für die nächste Spielzeit hatte er daran gedacht, das Stück zu inszenieren. Im Hintergrund hätten dokumentarische Filmbilder laufen sollen. Filmbilder von den Revolutionären, Veränderungen der Welt in der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts. Er hatte dir einen 100-Markschein gegeben. Kaufen Sie sich Material zum Zeichnen. Damals liefen die Proben zum Kreidekreis. Du hattest dazu 2 Szenenskizzen angefertigt. Ruth Berlau hatte sie ihm gezeigt. Ruth Berlau, welche damals sein Ohr hatte. Einen Tag darauf
hatte er sich dir zugewandt zum ersten Male. Wo war das gewesen? In der Dramaturgie? Auf der Probebühne? Du erinnerst dich an nichts Konkretes. Es kann auch auf dem Theaterhofe gewesen sein. Kaufen Sie sich Material zum Zeichnen, hatte er gesagt, und? Kaum ein Wort mehr und hatte dir einen 100-Markschein gegeben. Und Ruth Berlau hatte stolz dabei gestanden. 1956 im Herbst, als er schon mehrere Wochen unter der Erde war, hatte die Weigel dir freundlich befohlen, zieh an, ob er dir passt. Es war sein Mantel gewesen. Er hatte gepasst und du hattest ihn behalten dürfen und hast ihn getragen. Brechts Mantel war grau, aus leichtem Stoff, mit einem Etikett lodenfrei, München. Ach, der Mantel, hatte seine hinterlassene letzte Freundin Isotte ausgerufen. An den hab ich gar nicht gedacht. Dann hatte sie rasch gelächelt und beschwichtigt, aber dir gönne ich ihn. Natürlich. Bericht von einem Komplott. An einem Morgen zu Probenbeginn für die Komödie Pauken und Trompeten trete ich hervor und sage, woran es liegt, dass das Schlussbild nicht in Gang kommt. Ich zeige drei Fehler auf, im Grundriss und im Arrangement, und weiß auch, wie das zu lösen ist. Er ist beeindruckt. Gut, Vogt, ruft er. Sehr gut. Vor dem ganzen Regiekollektiv. Wohl ist mir nicht dabei. Es kam von Helene Weigel. Tags zuvor hat sie die stagnierenden Proben gesehen und mich dann ins Intendanzbüro geholt. Ohne viel Worte zeigt sie mir drei Fehler im Grundarrangement und wie das geändert werden müsse. Dann hat sie mich bestimmt, den jüngsten Assistent. Sag du ihm das, als deine Vorschläge. Der Grund dafür? Wenn sie ihm das sage, höre er nicht zu. Anderen Tags also ermanne ich mich und stelle mich vor ihn hin, mit Helene Weigels Änderungsvorschlägen. Gut, Vogt, ruft der Getäuschte, und nochmal, sehr gut. Ruth Berlau, deine Förderin, hatte veranlasst, dass er dir die Neuausgabe seiner frühen Stücke schenkt mit einer handgeschriebenen Widmung. Es war nahezu wortlos vonstatten gegangen, nur dass er sich bei dir erkundigt hatte, wie bitteschön dein Name geschrieben wird. Dialog am Regiepult in den ersten Wochen. Er hat dir irgendwas aufgetragen. Jawohl, Herr Brecht. Nicht Herr. Jawohl, Brecht. Er lässt von niemandem sich mit Herr anreden. Als du noch neu warst in der Stadt Berlin, war vorgekommen, dass Helene Weigel dich für Sonntag bestellt hat zum Mittagessen en famille. Und einmal warst du in ihr Büro gerufen worden, ob du die Sommerferien verbringen willst, bei ihnen in Buko. Brecht sei einverstanden. Was kostet es? Er kurbelt die Scheibe runter, als der Volkspolizist auf das Auto zugeschritten kommt. Was kostet es? Und als der Volkspolizist angelangt ist und zur Belehrungsrede anhebt, was kostet es? Sodass der Beamte nur noch die Strafsumme hersagt und ausbezahlt wird. Nachher, bei der Grenzkontrolle, will ich meinen Personalausweis aus dem Fenster reichen, denn das ist üblich so. Doch er hindert mich daran, indem er irgendeine rote Klappkarte vorzeigt. Dieses Dokument, erklärt er mir im Weiterfahren, beweist, dass auch Sie ein guter Mensch sind. Es war wohl sein Nationalpreisträgerausweis. Als du einmal abfällig über Thomas Mann geredet hattest, war sofort sein Einspruch erfolgt. Wieso? Hatte er dir entgegnet, die Buddenbrooks ist für einen Deutschen ein ganz erstaunliches Buch. Aber das hatte er absolut seriös vorgebracht, ohne jede Ironie. Als du einmal ein privates Problem hattest und sagtest, ich muss heiraten, Brecht, hatte er sofort gewarnt. Obacht, heiraten Sie nie, wenn's müssen. Dein abfälliges Reden über Thomas Mann war natürlich Anbiederei gewesen. Du verehrtest Thomas Mann.
In der elterlichen Wohnung zu Leipzig hattest du die 4 Verse seines Hauspostille-Gedichts gegen Verführung an die Decke deiner Kammer geschrieben gehabt mit blauer Kreide, dass jeder Schultag mit ihm beginnen konnte, der dir so unerreichbar erschien wie Mozart. Im August 1956, in den ersten Tagen nach seinem Tod, hatte Helene Weigel dich mit einem persönlichen Auftrag betraut. Aktenordner mit wichtigen Papieren musstest du zu einem Fotolabor bringen und dort das Abfotografieren, beaufsichtigen. Sein gesamtes Werk in eigentümlicher Gestalt, in Verträgen, Verlagsbriefen, juristischen Verfügungen. Sein Hinscheiden hatte ein Erbe geboren und das musste handhabbar gemacht werden. 2 Tage hatte dieses Abfotografieren von Kontrakten gedauert. Sein ganzes poetisches Schaffen war dir dabei allerdings in ein sonderbares Licht geraten, jämmerlich und unheimlich, ein nachhaltig wirkender Verfremdungseffekt. Es ist zu plötzlich, ich kann es nicht einordnen. Am Vormittag auf der leergeräumten Bühne steht Elisabeth Hauptmann und teilt uns sein Sterben mit, wie es gestern in seiner Wohnung stattgefunden haben soll. Seine letzte Freude, richtet sie aus, das schöne Programmheft für die England-Tournee. In den wachen Phasen habe er Anweisungen, das Ensemble betreffend, diktiert, bis er endgültig in Agonie gefallen sei. Noch in seinen letzten Worten habe der Sterbende den Namen eines Assistenten genannt. Kurz vor Mitternacht gestern sei er gestorben, sagt sie. Gleich wache ich auf und es war ein sehr schlimmer Traum. Ich sehe da oben auf der leeren Bühne Elisabeth stehen und registriere, wie sie ihren Zeigefinger, den sie während ihrer Schilderung irgendwann mal in die Höhe gebracht hatte, weiterhin in der Höhe belässt. Wie eine Statue. Ihren ganzen Text über wird sie vergessen, den Finger wieder runterzunehmen und vermeldet uns das Nicht-Einzuordnende. Während der Autofahrt zu seinem Ferienhaus in Buku hattest du ihm deinen Buddha gezeigt, eine kleine Antiquität, bemalt mit Goldlack. Das wird erst echt ohne diesen Goldlack, hatte er gesagt, der gehört gar nicht dazu. Die ganzen Ferienwochen über hatte er sehen können, wie du seinem Ratschlag Folge leistest, mit einer Nadel, bis der letzte Goldlacksplitter abgetragen war. Seitdem zeigt dein Buddha Augen und Lippen, Finger und Zehennägel. Sein Anblick lässt dich immer an Elisabeth Hauptmann denken, wie sie damals von der leeren Bühne herab den Zeigefinger in der Höhe das Nicht-Einzuordnende vermeldet hatte. Danach versucht die Weigel zur Belegschaft zu reden und beschwört die Hilfe der Freunde. Ernst Busch versucht ein Majakowski-Gedicht aufzusagen. Dann ist Probe für die London-Tournee, Kreidekreis, Hochzeitsbild. Ich aber treffe im Dramaturgiehaus, unten vor der HO-Verkaufsstelle, Elisabeth Hauptmann. Sie spricht mich an. Wissen Sie, Peter, dass es Ihr Name war, den er zum Schluss genannt hat? Ja, Vogt, ich komme. Seien die letzten Worte Brechts gewesen, sagt sie. Da wird mir schwarz vor Augen. Er war darauf zu sprechen gekommen, warum Buddha sich stets als einen Dickwanst präsentiert, obwohl Buddhas Lehre doch die Entsagung empfiehlt. Buddha habe allen Genüssen mit Bedacht sich hingegeben, um eben im erreichten Zustand der Sättigung mühelos aller Begierde entsagen zu können. Das habe er in einem englischen Magazin gelesen. Sein Mantel, den du geerbt und getragen hattest, kam abhanden, als vor der Nachbarkoralle das Auto von Mike Mellinger aufgebrochen und ausgeraubt wurde, in welches du den Mantel deponiert hattest, um drinnen im Lokal das Geld für die Garderobengebühr zu sparen. Die Szenenskizzen, die du zu den Proben brachtest, hatte im ganzen Regiekollektiv nur er sehen wollen.
Dann hatte er die Sachen herumgezeigt. Und Karl von Appen, der Bühnenbildner, war nicht dein Freund gewesen. Im Bildarchiv des Theaters bist du damit gar neben den riesigen Kaspar näher geraten, den du nachgemacht hast mit Feder und Tuschen. Dabei konntest du ja gar nicht wirklich zeichnen. Deine unerwachsenen Zeichnereien ernst zu nehmen, das war, weil ihm gefallen hatte, wie hier ein junger Assistent, der Jüngste, beispielhaft in den freien Stunden für das Theater arbeitet. Bei der Pförtnerloge hatte er zu dir gesprochen. Er hätte gehört, dass du einen weiten Weg zu deiner möblierten Unterkunft habest. Du könntest aber in den Zwischenzeiten hier im Theater in seinem Zimmer dich aufhalten, das er momentan kaum in Anspruch nehme. Dann hatte er dir etwas auf einen Zettel geschrieben und sich verabschiedet. Ungläubig hattest du auf das Papier gestarrt. Für die Kollegen Pförtner. Herr Peter Vogt ist bis auf Weiteres berechtigt, mein Zimmer, Klammerturm, zu benutzen, Brecht. Im Besitz dieses Autographs und des Turmzimmers hattest du dir dann angewöhnt, überhaupt im Theater zu wohnen. In der Kantine reden sie von den Anfangsjahren des Theaters als von einer gloriosen und verabschiedeten Ära. Ich habe noch in meiner Schulzeit in Leipzig als Gastspiel den Hofmeister erlebt. Legendäres Beispiel des epischen Theaters in der Szenerie von Kaspar Näher. Und der ist seit 2 Jahren schon weg hier, um an den internationalen Häusern des Westens weiterarbeiten zu können. Als einen Feigling verflucht Ruth Berlau Kaspar Näher. Geöffnete Erinnerung ist verflogene Erinnerung. Du hast deine Erinnerungen für dich behalten. Deine Privatsache, hermetisch aufbewahrt. Nebensächliches verinnerlicht wie unvergessbare Lektionen. Mai 1954, Erdbeeren. Die Abendprobekreidekreis wird unterbrochen. Im Deutschen Theater drüben gibt es Erdbeeren. Als alle um den Kantinentisch sitzen und es geht ans Bestellen, spricht er dich an, dich den Jüngsten. Möchten Sie auch eine Portion? Sie sind eingeladen. Erinnerung kann aus Maulwurfhügeln Gebirge machen. Nein, hatte er dir gesagt. Von Kaspar Näher habe er nichts hier. Gar nichts, leider. Eine Viertelstunde später hatte er wortlos ein schweres Paket aus dem schwarzen Schrank vorgeholt. Die Szenenskizzen von Kaspar Näher's Hand. Was du an bescheidenen Reproduktionen studiert hattest, hier lagen die mächtigen Aquarelle. Auf den Dielenbrettern hatte er sie ausgelegt. Mit unverhohlenem Besitzerstolz sogar. Puntila, Hofmeister, Entwürfe für das Kommünstück. Alles hatte er aus dem Schrank geholt und sich mit dir auf die Dielen gehockt. Dann hattest du nach den Zeichnungen aus dem Antigone-Modell gefragt, welche du auswendig gekannt hast, jeden Federstrich. Da hat er dir auch die noch herbeigetragen. Am Ende dieses langen Abends allerdings war er deiner unerschöpften Näherschwärmerei dann doch müde gewesen. In der Deutschen Bücherei zu Leipzig hast du als Oberschüler eine bis heute gültige Korrektur vorgenommen. Der Auftrag. An einem Junitag 1954 bin ich zu ihm bestellt, 4 Uhr nachmittags, in seine Wohnung in der Chausseestraße. Er hätte irgendeine Arbeit für mich, hieß es. Er erwartet mich allein in dem großen Arbeitszimmer und begrüßt mich. Und kommt auch gleich zur Sache. Er möchte mich fragen, ob ich ihm einen Gefallen tun möchte, bringt er vor und zeigt auf die 3 weiß lackierten Schrankkästen, die dort im Zimmer stehen. Schulterhohe Schrankkästen mit weißen Schubläden. In den Schubläden die Skripte, erklärt er, die müssten geordnet werden. Und auch die große Bücherwand im Zimmer nebenan ein wenig.
Wenn ich das machen könne in Zeiten, wo er nicht hier sei, ich würde ihm damit wirklich einen Gefallen tun. Dann bietet er mir für diese persönliche Dienstleistung aus seinem Privatportemonnaie 100 Mark für jeden Monat an. Ob ich damit einverstanden sei, fragt er. In solchen Situationen wirkt er immer etwas unsicher und verlegen. Dann erhalte ich einen Wohnungsschlüssel ausgehändigt und darf wieder gehen. Die näherischen Bilder aus dem schwarzen Schrank hatte er selber. Wohl seit langem nicht angesehen. Du hattest auf eine Puntila-Szene hingezeigt, als er plötzlich ausrief in Verzweiflung, aber wo? Auf der Welt gibt es einen Schauspieler, der das spielen könnte, so dass du sehr erschrocken warst. Zur Nacht warst du ins Bildarchiv geschlichen, wo die Filmnegative von Näherzeichnungen lagen. Und du hast dir heimlich Abzüge davon gemacht, die Technik abgeguckt bei der Fotolaborantin. Zum Schüler hattest du es nicht gebracht, zum Jünger, aber ganz gewiss. Das Gesicht von Heinz Karlau, als du gemeint hattest, eigentlich sollte man ihn mit Meister anreden. Ein gemeines Unrecht. Plötzlich kreischt er meinen Namen. Mein Blut gefriert vor Schreck. Ich bin für einen abwesenden Schauspieler auf die Probebühne gesetzt worden, als Staffage. Und vielleicht war ich gerade nicht ganz bei der Sache. Da kreischt er plötzlich. Vogt, sind Sie wahnsinnig geworden? Und Kilian, fügt er hinzu, wie hinterhergeworfen. Isotte Kilian, seine junge Freundin, kommt nach der Probe sofort zu mir und sie entschuldigt sich ausdrücklich. Es sei ja auf sie gezielt gewesen, nicht auf mich. Und sie strahlt im Triumph. Sie hatte mit dem Schauspieler Schäfer geflirtet, auf offener Bühne. Ich musste als Medium herhalten für seine Verärgerung und für seine Eifersucht. Eine Inschrift sollte fotografiert werden für das Programmheft zum Kreidekreis. Dieser Betrieb hat dem Kriegsverbrecher so und so gehört und ist jetzt volkseigen. Als ihm gesagt wurde, dass es solche Inschriften gar nicht gibt, war er erstaunt gewesen. Dann solle das Theater einem Betrieb solche Schrifttafel spendieren. Wenigstens eine gäbe es dann. Das sei durchaus die richtige Auffassung vom Typischen. Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer, aber für den Sommer typisch ist sie. Alle hatten gelacht. Du allerdings. Auf deinem Stuhl neben dem großen Schrank hattest kaum zu atmen gewagt. Zum ersten Mal mit dabei in seiner Wohnung. Dass er selbst im Abendlicht auf der Straße mit dem Hausschlüssel geduldig auf seine jungen Mitarbeiter gewartet hat, war dir absonderlich vorgekommen. Was war in den weißen Schubläden enthalten gewesen? Ein Papierwust, welcher nach seinem Tode hochversichert und glatt gestrichen in Banktresore eingelagert wurde. Brechts Nachlass. Auf dünne, leichte Seiten getippt, seine Hand, Schriften aller Lebensjahre, zahlreiche Mappen und zahllose, lose Seiten, ganz ohne System, nur vorläufig, in diese Schubläden gestopft. Die ganze Schöpfung im Urzustand, jedes Blatt, jeder Zettel ein Autograph. Am 24. Dezember 1954 gegen Mittag. Das Theater ist schon weihnachtsgelähmt. Der Pförtner reicht mir ein Päckchen heraus. Das weiße Einwickelpapier ist schlicht. Ich mache es im Weitergehen auf und erschrecke. Die kleine Handschrift auf dem Einwickelpapier, rot-violetter Kugelschreiber. Lieber Vogt, gute Weihnachten, Ihr Brecht. Das Buch brauche ich nicht aufzuklappen, ich erkenne es sofort wieder. Ein Buch aus seinem Besitz. Im Sommer in Buko lag in seinem Arbeitszimmer eine Ausgabe von Villons Balladen auf dem Tisch. Ein nummeriertes Exemplar im französischen Original mit Illustrationen von Dubout. Ich fragte, ob ich das mitnehmen dürfe, die Bilder ansehen. Als ich es anderen Tags wieder auf seinen Tisch legte, fragte er mich danach. Ich sagte, wie der Film doch Grafik beeinflusst.
Zu Weihnachten wickelt er das Buch in ein weißes Papier und legt es zum Pförtner. Balladen von Villon, ihr Brecht. Sommerferien in Buku. Zum Mittag- und Abendessen war eine Glocke angeschlagen worden, welche alle gemeinsam zu Tisch ins Weigelhaus gerufen hat. Die von Helene Weigel bereiteten Speisen waren von dem Hausmädchen Lisa aufgetragen worden. Als einmal auf den Stufen zum Weigelhaus die Sommergäste herumlungerten in Erwartung der Mittagsglocke, da hat er bemerkt, Fütterungsstunde, die Fische sammeln sich am Beckenrand. Das war bei deiner letzten Begegnung mit ihm gewesen, Mitte Juli 1956. Am Vormittag hatte er einen Text von dir durchgesehen, hatte an einer Stelle mit Bleistift ein Fragezeichen an den Rand gemalt und woanders aber ein Ausrufezeichen und gut dazu geschrieben, zu deiner Ermutigung. Natürlich war ihm klar gewesen, du bist kein Archivar, auch nicht, für 100 Mark im Monat. Natürlich hatte er gesehen, du gebrauchst den Wohnungsschlüssel allein, um sein Territorium dir zu erschließen, alles zu besichtigen, alles zu lesen, jede Zeile von ihm. Ordnung hattest du da nicht hinterlassen, nur gelesen. Und er hatte gelegentlich mit dir den Tee genommen. Es war ein kleiner, leichter Aluminiumschlüssel gewesen. Vor einer Probe warst du ihm begegnet. Hallo, hatte er gegrüßt und im Weitergehen, wie geht's? Gut, Brecht. Darauf wie ein Echo, warum? Amüsiert, schon im Verschwinden, fast für sich. Erste Begegnung mit Bertolt Brecht. Donnerstag, 10. Dezember 1953 in Berlin. Ich bin im Probenhaus Reinhardtstraße angemeldet. Der Pförtner schickt mich eine Holzstiege hoch. Eine Tür oben ist angelehnt, man erwartet mich. Ich nehme allen Mut zusammen, klopfe an und trete ein. Eine graue Gestalt kommt durch das Büro auf mich zu, mit leichten kleinen Schritten, streckt mir die Hand entgegen und sagt artig, Brecht, dabei kurz seine Mütze rückend. Als die Sekretärin das Zimmer verlassen hat, verbleiben wir, Bertolt Brecht und ich, allein in diesem Büro. Mir ist bange vor seinem Examen. Er lässt mich Platz nehmen und setzt sich auch. Dann waltet Schweigen. Wir sitzen auf zwei graubezogenen Pritschen, nebeneinander, ohne uns anzusehen und schweigen. Das Examen findet nicht statt. Nach geraumer Weile hat er doch noch eine Frage. Können Sie gleich kommen? Das Vorstellungsgespräch ist beendet. Auch Frau Weigel vorhin hatte nur eine Frage gehabt. Ob es stimmt, dass ich alles von ihm gelesen habe, denn so wurde ich empfohlen hier. Jahrzehnte später dämmert dir, der Auftrag damals an dich, in seiner Wohnung die Skripte zu ordnen, war nur Vorwand gewesen, dir mit einem 100-Mark-Schein jeden Monat helfen zu können, weil Ruth Berlau, deine Gönnerin, ihm das eingeredet hatte. Nicht also ein Honorar für diese Leistung war ausgesetzt gewesen. Erfunden worden war eine Leistung für den 100-Mark-Schein monatlich aus seinem Privatportemonnaie. Tischgespräche in Buku. Kennen Sie den Spruch, der Mensch ist gut, das Kalb schmackhaft? Als du an Helene Weigels Mittagstafel das Essen von Fleisch als eigentlich barbarisch bezeichnet hattest. Bei Regenwetter sei die Natur am schönsten, hattest du in Buku postuliert, nämlich der Distanz wegen. Aber man kann sich nicht ins Gras legen, das ist ein Nachteil, hatte er versetzt. Der bleibe am Theater ein Krüppel, der nicht in den Künsten insgesamt sich auskenne, hatte er in einer Diskussion Studenten belehrt und dann auf dich gewiesen, der du dabei gehockt hattest, er zum Beispiel zeichnet. Und alle hatten sie blöde auf dich schauen müssen. Dass du schamlos dich darauf beschränkt hast, in Kaspar Neas Manier zu dilettieren, hatte er mit Wohlwollen honoriert. Immer warst du empfangen worden mit deinen Blättern, die du heute belächelst. Er hatte korrekt,
dich im Terminkalender eingeschrieben und ernsthaft sich über diese Zeichnereien gebeugt. Welche Ermutigung für einen jungen Taugenichts. An der Leipziger Theaterhochschule, die unzulänglichen staatlichen Stipendien, hatte eine Studentin dir geklagt und du? Was zu ihm gelaufen? Die Theaterstudenten Brecht müssen im Elend leben. Aber sie müssen nicht studieren, hatte er unverzüglich beschieden und als du auch nur den Mund auftatest, nein wirklich, das müssen sie nicht. Sie müssen nicht studieren. Irgendwann im Leben ist dir einmal aufgefallen, das Einzige, was dich wirklich beschäftigt, ist er. Ausschließlich er. Eine renommierte Galerie hatte 1973 eine Auktion veranstaltet. Ein Autograph von Brecht war auch angeboten, zum Ausgangswert von 2000 D-Mark. Ein fünfzeiliges Gedicht, das er auf eine Kunstzeitschrift notiert hatte. Schlau, wie man einen Fisch einzieht, gilt es, sich zu vergnügen. Unmerklich fast am Bord der Zeit. Einsam auf schaukelndem Boot des eigenen Leibs. Das Gedicht ist unentdeckt geblieben, nur in diesem Galeriekatalog veröffentlicht. Die Zeitschrift, in die er das gekritzelt hatte, ist aus dem Jahre 1954. Da hast du ihn also schon gekannt. Ein Privatissimum aus den letzten Jahren. Unendlich fern von Baal und Hauspostille. Das geplatzte Idyll. In Buko, an einem Nachmittag, als Lisa zu mir rübergekommen ist, Helene Weigels Hausmädchen. Wir sitzen auf dem Dach von dem Ziegelbau, den ich für die Sommerferien zum Quartier habe. Plötzlich fährt Lisa hoch in meinen Armen. Auweia der Brecht. Und starrt auf die Büsche unten. Ich sehe noch, wie das Gesträuch sich schließt über elefantengrauen Joppenschultern. Er geht weg. Jetzt sind wir ertappt. Er geht weg. Wozu hatte er sich damals auf den Weg gemacht zu deinem Quartier? Was hatte er von dir gewollt? Dein Leben lang wirst du dich das fragen. Das Bukower Examen. Was wissen Sie vom Marxismus? Was kennen Sie? Was haben Sie gelesen? Broschüren war deine aufrichtige Auskunft gewesen. Das genügt nicht. Keinesfalls, hatte er gesagt. Und weiter. Kennen Sie unser Manifest? Und als du bejahtest, kennen Sie es wirklich? Da hast du auf deinen Teller geblickt. Es war beim Abendessen gewesen. In der deutschen Bücherei, wo die frühen Hefte der Versuche einzusehen waren, habt ihr sein Lehrstück Die Maßnahme Wort für Wort in ein Schulheft übertragen. Warum hast du ihm eigentlich nie davon erzählt? Die Leipziger Schulzeit war doch noch gar nicht lange her gewesen. Eine Fotografie, die der Schauspieler Heinz Schubert damals aufgenommen hatte, als Feriengast in Buko. Helene Weigels Hausmädchen Lisa im Sommer 1954. Hatte er an jenem Abend tatsächlich gesagt, unser Manifest? Ja. Er hatte gefragt, kennen Sie unser Manifest? Deine Antwort hätte sein müssen, nein. Aber dafür jede erreichbare Zeile von Ihnen, Brecht. In einer der weißen Schubläden stoße ich auf Briefschaften, ungeordnet untergebracht, oft nur Zettel. Es sind Frauenhandschriften. Ich lese Klagen und Liebesbeteuerungen. Manche mit Schreibmaschine. Ich begegne seinen Frauen täglich drüben im Theater. Ruth Berlos große Unterschrift wirkt als ein Vorwurf. Sie malt Deine Kreatur unter ihre Zettel. Erschrocken mache ich das Fach wieder zu und rühre es nicht nochmal an. In the beginning, God created the heaven and the earth. And the earth was without form. In dem breiten Stehpult hatten große Schallplatten gelegen mit Aufnahmen der biblischen Schöpfungsgeschichte, in Variationen durchgespielt von Charles Laughton.
In the beginning, Mr. Smith created the heaven and the earth. Ein Plattenspieler hat er herumgestanden, wo, weißt du nicht mehr. And the spirit of Mr. Smith moved upon the face of the waters. Nur, dass du einmal Helene Weigel, eine französische, 3-Groschen-Oper-Platte abgespielt hattest. Tempo und Esprit dieser Aufnahme waren von ihr sehr gelobt worden. Du hattest dem Apparat versehentlich eine falsche Geschwindigkeit abverlangt. Ein Bild von Adolf Hitler hattest du von ihm holen sollen für ein Programmheft. Da hatte er die Zeit aufgebracht und seine Sammlung dir vorgeführt. Zeitungsfotografien, in den Exiljahren, aus den Zeitungen verschiedener Länder ausgeschnitten. Hitler, die USA und der Krieg. Der Generalstab der deutschen Wehrmacht, dann Kommandeure der Roten Armee, Bauern, Generäle, war sein lakonischer Kommentar zu diesen gewesen. Sonst hatte er nicht viel gesagt dabei, nur dir vorgeblättert, Seite für Seite, mit einem zärtlichen Respekt für das Dokument. Zuletzt in der Mappe ein Sommertag in Frankreich, Liberation. Volksgericht gegen die Kollaborateure. Und er hatte auf ein Mädchen hingedeutet im Trubel der Gasse. Was soll aus dem Kind einmal werden? Du hattest noch nicht gewusst, was du willst. Aber das war dir bald aufgegangen. Dass bei ihm viel mehr zu kriegen war, als nur, was für das Theater machen gut ist. Im Besitz des Wohnungsschlüssels mit Zugang zu allen Skripten, du warst, unverhofft und unnütz, zum Knaben an der Quelle avanciert. Hören Sie, Peter, hatte Elisabeth Hauptmann dich einmal angesprochen, Sie müssten eigentlich sein Eckermann sein. Und als der Bunge später sich anschickte, das Bertolt-Brecht-Archiv aufzubauen, sagte er zu dir, eigentlich hätte das ja deine Sache sein müssen. Da hattest du erschrocken abgewehrt. Ruth Berlau, die Fremde, die Vulkanische. Betrunkener Auftritt zur Kreidekreisprobe, die abgebrochen werden muss. Bunge nachts im Theater spricht ihre alten Liebesbriefe auf Tonband. Deine Kreatur war das Billett unterschrieben gewesen, das du in Buko gefunden hattest. Es sei schon lange her, hatte da gestanden, dass er ihr dies oder jenes Angenehme zeigte. Sein dunkles Gepäck. Eine unlösbare Bedrohung. Jedem spürbar. Ich sehe Ruth über den Theaterhof kommen. Sie hat ein weißes Sommerkleid angezogen, auf dem Kopf ein weißes Mützchen und hinkt an einem Krückstock. Da droht was. Ich nehme einen anderen Weg, um mir nicht zu begegnen. Oder war dein völliger Mangel an Ehrgeiz damals der Grund für sein rätselhaftes Vertrauen zu dir? Du warst 21 gewesen, als er dir seinen Wohnungsschlüssel überlassen hat. 1968 hast du in einer Zeitschrift eine Brecht-Anekdote gelesen mit offenem Schrecken und heimlichem Stolz. Letzter Einsatz. In seinem Landhaus wurde Herr B. von einem Dienstmädchen betreut, an dem er Gefallen fand. Sein Assistent Peter V. arbeitete mit ihm im Landhaus und fand ebenfalls Gefallen an dem Mädchen. Durch einen Zufall erfuhr Herr B. davon. Am nächsten Morgen herrschte, anders als sonst, am Frühstückstisch eisiges Schweigen. Plötzlich sagte Herr B., und was verstehen Sie vom Marxismus? Abgedruckt im Spiegel, September 1968. Die sowjetischen Panzer in Prag war die aktuelle Titelgeschichte. Der Assistent des Bildhauers Krämer hatte im Theater Abgüsse der Totenmaske angeboten zum Stückpreis von 90 Mark. Brechts Witwe, die Weigel, hatte sie wieder einsammeln lassen, jeweils das Kaufgeld
rückerstattet und hatte dann einen Bühnenarbeiter beauftragt. Mit einem wuchtigen Hammer auf dem Hofe des Theaters. Augenlider, Nase, Stirn, Kinn, sein Lächeln. Aus Gips. Deinen Abguss hättest du niemals hergegeben. Er ist dir auch nicht abgemahnt worden. Abneigung gegen Geschwätzigkeit hatte bei seiner Wohnungseinrichtung das Arrangement der Sitzmöbel bestimmt. Wo oft zu Mehrt geredet worden war, im Bücherzimmer, hatte man, zurückgelehnt und in großzügigen Abständen sich gegenüber gesessen, so dass alles einander deutlich gesagt werden musste, offen in den Raum. Offene und deutliche Rede ist überlegte Rede. Unsicheres Gemurmel hatte keine Aussicht gehabt bei solcher Distanz, noch Geschwätzigkeit. Du weißt nicht mehr seinen Händedruck, wie er war. Wahrscheinlich, dass er dir überhaupt nur einmal die Hand gegeben hat zu deinem Antrittsbesuch. Deiner Erinnerung nach hatte er das Handgeben, wenn das möglich war, vermieden. Er hatte in beständiger Angst gelebt vor Anstecken und Krankwerden. Von zarter Konstitution hatte er besorgt auf seine Gesundheit gesehen. So wie auf die der Mitarbeiter. Wegen nichts hatte er zum Arzt geschickt. Eine simple Erkältung, die du am Telefon gemeldet hattest, und Dr. Hampel, der Theaterarzt, musste rausgefahren kommen. Zu deinem Quartier. Der spinnt doch, der Brecht war. Beim Eintreten Dr. Hampels erste Diagnose gewesen. Seine Trotzki-Bänder hatten mit dem Buchrücken zur Wand hin im Regal gestanden. Ins Theater hatte er Klappstullen mitgehabt. Außerhalb der Proben hat er schüchtern gewirkt, zurückgenommen. Die leise Höflichkeit am Telefon. Hallo, störe ich? Eine Verstimmung. Er sieht mit mir Szenenfotos von der Komödie Pauken und Trompeten an, die Gerda Guthardt gemacht hat, eine ihm befreundete Fotografin aus Holland. Als er mich fragt, welche Bilder für die Werbung passend wären, sage ich, keins. Frau Guthardt mit ihren malerischen Effekten trifft überhaupt nicht den grafischen Stil dieser Aufführung. Ja, sagt er und beendet das Gespräch. Ja, es sind ausgezeichnete Fotos. Die Freundlichkeit der Weigel hast du von Anfang an erfahren, als eine energische und ansteckende Freundlichkeit. Alles in ihrem Umkreis schien infiziert davon, in Ton und Geste. Ihr Stück Die Mutter Brecht fängt an, wie gewisse Stücke bei Thornton Wilder anfangen. Das hat Wilder von mir, hatte er sofort dich berichtigt. Ein Stück wie Our Town sei abgeguckt, technisch. Von der Berliner Aufführung der Maßnahme. Wilder selbst habe ihm das einmal gestanden. In Amerika auf einer Party. Vogt, am Regiepult über die Schulter weg. Sie arbeiten nicht mit. Sie träumen. Auch wenn ich etwas sage, sie schreiben nie auf. Leute, die träumen, können wir hier nicht brauchen. Völlig ruhig und sachlich und wie? Mit einem Anflug von endgültigem Bedauern. Leute, die träumen, können wir hier nicht brauchen. Deinen Namen hatte er immer knapp artikuliert. Vogt. Später hast du es nachgeprüft. Tatsächlich war der junge Thornton Wilder 1930 in Berlin gewesen, im Jahr von Brechts Uraufführung der Maßnahme. Seinetwegen hatte eine junge Schauspielerin versucht, sich umzubringen. Es war zur Zeit der Kreidekreisproben gewesen, im Mai 1954. Aber erst 25 Jahre später hast du aus einer Brecht-Biografie von dieser dunklen Episode erfahren. Damals hattest du nur registriert, wie eines Morgens Helene Weigel die Rolle der Gouverneursfrau Natella Abashvili probierte, anstelle von Käthe Reichel. Die sei langwierig erkrankt.
war verlautbart worden. Die fertigen Arrangements hatte die Weigel nicht übernommen, sondern sich alles von Grund auf neu arrangiert. Du erinnerst dich an Gespräche, aber du warst natürlich nicht ein wirklicher Gesprächspartner für ihn gewesen. Er ist dir mit Aufmerksamkeit begegnet, aber du warst nicht sein Umgang. Sommerferien in Buku unter anderen Sommergästen. Er hat dich beschenkt und andere auch. 20-jährig warst du zu ihm gekommen, als er starb, warst du 23. Dein Beitrag zu seinen Produktionen war gleich null. Die Theaterwissenschaft und die Brecht-Forschung stoßen nicht auf deinen Namen. Ein Aprilnachmittag 1955. Es klingelt unten. Im Haus ist es still. Er lugt durch das Fenster und schreckt zurück. Die Lenya. Er gibt mir einen Auftrag. Gehen Sie hinunter und sagen Sie, ich bin nicht da. Ich dachte, ich hätte mich im Namen verhört, aber als ich unten die Tür aufmache, stehe ich tatsächlich vor ihr. Stehe ich vor Lotte Lenya. Eine Dame, klein, eleganter Pelz, gepflegtes Make-up. Sie reicht mir freundlich ihre Hand. Sie trägt Spitzenhandschuhe. Das legendäre Lotte Lenya-Gesicht der Drei-Groschen-Oper grüßt durch die welken Züge. Und in dieses Gesicht sage ich, Brecht ist nicht da. Hastig sage ich das, ehe sie etwas sagt. Lotte Lenya mustert mich lächelnd. So, entgegnet sie gedehnt. So, er ist nicht da. Ich stehe in der Tür, durch die ich sie nicht lassen soll, ertappt. Nein, lüge ich tapfer weiter. Leider nicht. Lotte Lenya verabschiedet sich mit Grazie. Erleichtert schließe ich die Tür. Guten Morgen, Brecht. Können Sie mir 100 Mark borgen? Du hattest ihm aufgelauert vor der Dramaturgie. Picassos La Guerre et la Paix ist gerade erschienen für 100 Mark. Verdattert und hilflos hatte er sofort in seine Hosentasche gegriffen, dich aber dann an Isotte Kilian verwiesen, weil die sein Portemonnaie verwaltet hat. Du hast in dein Picasso-Buch das Datum eingeschrieben. März 1955. Hast du ihm das Geld wiedergeben müssen? Hatte Ruth Berlau später wissen wollen. Jawohl. Da hatte Ruth gelacht. Natürlich, er mag den Picasso nicht, weißt du. Nach Jahren blieben auch die Träume aus, wo er immer wieder erschien, um uns anzuvertrauen, sein Tod habe gar nicht stattgefunden, lediglich verbergen müsse er sich aus gewissen Gründen. Sind Sie da absolut sicher? Hatte er gefragt. Beim Korrekturlesen der heiligen Johanna der Schlachthöfe für die Neuausgabe hattest du in seinem Stück eine Unstimmigkeit entdeckt. Sind Sie da absolut sicher? Du hast ihm die Stelle zeigen wollen, aber dir wurde das Wort abgeschnitten. Sind Sie wirklich absolut sicher? Und als du standhaft Ja sagtest, dann ändern Sie es. Da hast du gewusst. Jetzt habe ich in seinem Werk eine Spur hinterlassen. 1956 im Januar, 8 Uhr früh in seiner Wohnung, Textarbeit an der irischen Komödie. Ich verspäte mich um 10 Minuten und bin noch der Erste. Er sagt kaum guten Morgen, befiehlt mich zum großen Tisch und fängt an, mit mir allein zu arbeiten bei trübem Deckenlicht. Sagen Sie, wo im Text noch etwas unklar ist und verstärkt werden muss. Er weiß genau, dass ich nichts zu sagen weiß. Zufällig aber weiß ich eine noch bedürftige Stelle. Ich nenne sie. Er stutzt und blättert die Seite auf, prüft, überlegt. Gibt einen Satz von 8 Silben von sich und fragt, genügt das? Schweigend tragen wir die Korrektur ein, er in sein Exemplar, ich in meins, dann treffen auch die verspäteten anderen ein. Der Palitsch, als ich ihm das hinterher erzähle, lacht. Das war eine Prüfung. Du hast bestanden. Eine Richtigstellung in Heilige Johanna der Schlachthöfe, beschlossen auf der Wiese in Buku am See 1954 vormittags,
irritiert die Brecht-Forscher bis in jüngste Zeit. Zum Brecht-Nimbus hatte die Joppe gehört, die er stets getragen hat, grau und schlicht. Um es ihm gleich zu tun, an Schlichtheit bist du immerfort im Trainingsanzug gelaufen. An einem Nachmittag in seiner Wohnung plötzlich ein Gebrüll aus dem Bücherzimmer. Sehen Sie sich das an. Fassungslos hast du ihn stehen sehen vor einem geöffneten Packpapier. Eine neue Joppe war geliefert worden. Und der Schneider hatte die beigegebene alte Joppe nicht korrekt kopiert, sondern hatte an den Revers eine winzige modische Anpassung vorzunehmen gewagt. Am 21. Dezember 1951 habt ihr in der Schulaula eine Stalin-Geburtstagsfeier abgehalten, in welcher der Name Stalin nicht vorkam, aber ausschließlich Brecht-Texte gesprochen wurden. Auch das hast du ihm nie erzählt. Warum nicht? An einem Tag im November 1991, an dem du zu dir sagtest, so alt auf den Tag war er, als er starb. Häufig wiederkehrend, aber erst seit den 80er Jahren die Erinnerung, wie die Weigel täglich über den Theaterhof geschritten war, aufrecht, maßvolles Schlendern, unnachahmlich, unwiederholbar. In the beginning, I created the heaven and the earth, and the earth was without. Die Probe ist zu Ende und alle sind weggegangen. In dem gläsernen Aschenbecher auf dem Regiepult bleibt seine nicht zu Ende gerauchte Zigarre. Ich könnte das in ein Glasröhrchen tun und konservieren, denke ich manchmal, als eine Brecht-Reliquie. Einmal würde ich gelobt werden dafür. Aber es hat Zeit. Seine Zigarren wird er rauchen bis ans Lebensende. 1956 als Gruß zum 1. Mai ein Buch in die Charité. Damit hattest du ins Schwarze getroffen. Seinen Baal hattest du ihm geschickt, entwendet in der Theaterbibliothek Leipzig. Der Erstdruck von 1922 mit der Baalzeichnung Kaspar Neas vorne drauf. Ich muss ihm danken, hat man dir hinterbracht als seine freudige Reaktion im Krankenhausbett. In einer Vitrine mit den Preziosen der Helene Weigel liegt heute ein Klapp-Altar aus Bronzeblech. Den hattest du ihm zum Geburtstag geschenkt, im Februar 55. Und er hatte das kleine Blechding in seinen sonst unbenutzten Schreibtischkasten getan. Im Mai hat es nicht mehr dort gelegen. Stattdessen ein geschlossenes Kuvert in dem völlig leeren Schreibtischkasten, darauf ein beklemmendes Wort Testament mit Schreibmaschine. So oft du am Brechthaus vorbeikommst, blickst du hinüber zu den zwei Fenstern links, seine Schlafkammer. War man zum Arbeiten in seiner Wohnung zusammengekommen, dann hatte, wer telefonieren wollte, in die Kammer gehen und den Apparat neben seinem Bett benutzen müssen. Hinter den zwei Fenstern dort, denkst du jedes Mal, hat an einem Herbstnachmittag 1954 das Hausmädchen Lisa dir einen letzten Kuss gegeben. Der Kuss war flüchtig und konspirativ gewesen, ein Wagnis, denn nebenan hatte er euch zum Arbeiten versammelt. Hinter den zwei Fenstern dort ist er auch gestorben, am 14. August 1956, von Mittag bis nachts. An einem Junimorgen 1956. Als wir von seiner Wohnung aufbrechen wollen zur Probe ins Theater, liest er uns im Stehen noch drei frisch verfasste kurze Gedichte vom Blatt. Seine Diktion ist zart und spröde, das Sprechen ein Test auf den Rhythmus. Das erste Gedicht geht auf Stalin, den er verdienten Mörder des Volkes nennt. Im anderen ist von den Hühnerställen Katzgrabens die Rede und von kollektiver Führerschaft. Das dritte beginnt mit Ha, Ha, Ha und Sokrates. Launig bemerkt er,
zugleich ein wenig unsicher, solche Sachen zu schreiben sei jetzt vielleicht richtig und tut die drei dünnen, sparsam betippten Seiten zurück in eine Mappe. Wir verabschieden uns und gehen zur Probe. Verdienter Mörder des Volkes. Aber ist das nicht der Jargon des Antikommunist? Ich verstehe rein gar nichts. Vor ein paar Wochen sind in Moskau auf einem Parteitag die Verbrechen der Stalinzeit öffentlich ausgesprochen worden. And my spirit moved upon the face of the waters. And I said, let there be light. And there was light. Du hattest ihn beobachtet, als nach der Voraufführung des Kreidekreis die jungen Zuschauer ohne Aufhören seinen Namen skandierten. Im Hintergrund der Mittelloge stehend, unbemerkt, die Mütze in der Hand. Bertolt Brecht, Bertolt Brecht, hatten die jungen Enthusiasten zur Bühne hingerufen. Derweil, vom Logenvorhang halb verdeckt, Bertolt Brecht auf sie hinuntersah mit sinnendem Blick und vor sich hin nickte. Wie ein still Enttäuschter manchmal. Einmal in der Intendanz beim Durchsehen ausländischer Zeitungsartikel mit knapper Bitterkeit. Ja, in Polen und in Frankreich haben wir echte Freunde. And I said, I will make man in my image, after my likeness. So I made man in my image. In my image created I him. Male, female, created.